Einen wunderschönen Montagnachmittag. Willkommen zurück, Citybus Manager, zu einer ungewohnten Uhrzeit, und zwar um 16 Uhr. Ich habe es in einem Community-Post gestern bereits angekündigt. Diese Woche kommt um 20 Uhr, und zwar jeden Tag um 20 Uhr, eine Folge 7 Days to Die aufgrund des Releases der Vollversion. Und es wird auch daraufhin in den kommenden Wochen immer sein, dass 7 Days to Die um 20 Uhr kommt. Das heißt, Citybus Manager kommt vor auf 16 Uhr. Ich muss da ein bisschen umgucken, wann genau. Also auf jeden Fall montags um 16 Uhr. Diese Woche auch nur heute, weil am Freitag der Auto Goblin Auto Club Manager kommt. Aufgrund der extra Folgen vom Citybus Manager. Ich werde dann im Laufe der Woche nochmal einen Community Post machen, wie sich das denn mit den 7 Days to Die Folgen auf die kommenden Wochen auswirken wird. Aber das ist eben was für die Zukunft. Erstmal hier die Gegenwart in Berlin beim Szenario-Mode. Letzte Episode, das erste Mal hier oben diese Nordwestkreisel fahren lassen, die mir leider noch nicht die 30% Linienabdeckung gegeben hat, was ein bisschen traurig ist. Außerdem habe ich umsonst einiges an Geld für das Lager hier ausgegeben. Hier liegen ganz viele, ich meine, Klimaanlagen und Router nun rum, die nicht gebraucht werden, weil sie beim Einbau inbegriffen sind im Preis. Jetzt habe ich halt lauter Ersatzteile davon rumfliegen. Aber so ist es. Router und was war das andere? Ich dachte, das wären Klimaanlagen gewesen. Anscheinend nicht. Wie dem auch sei. Außerdem wird gesagt, günstigeres Internet würde reichen. Ich denke, das machen wir auch. Wir gehen hier auf das hier hin, auf die 85%ige Kundenzufriedenheit von Novanet, weg von Sky Connect. Und dann können wir vor allem gucken, wie viel Internet wird dann gebraucht. Das lassen wir einfach hier mal laufen. Es gibt sofort eine Nachricht. Schulzoo. Die möchten andere Pläne haben. Und zwar eine Stunde früher, eine Stunde länger, und das Intervall verändert sich. Ich glaube, dass das auch ein Grund dafür war, dass hier der Fahrplan für morgen eben nicht mehr so hingehauen hat, wie es noch am Sonntag war. Oder auch jetzt am Montag war. Ich glaube, daran lag das. Weil ja gefragt worden ist, auch in den Kommentaren gesagt wurde, ist, ich verstehe nicht, warum das so ist. Ich nehme an, es liegt daran, dass eben das Spiel schon weiß, in der Woche wird eine der Auftragslinien sich verändern, und deswegen klappt das dann vorher schon nicht. Genauso auch wie dieser China-Datsverkehr, der, glaube ich, bis Sonntag oder Samstag lief, hier in den älteren Dingern noch drin war, eben bis hierhin reingezogen wurde, als ich vorweg planen wollte. Das wird ja auch in einem Kommentar geschrieben. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist mehr Busse. Wir können uns hier theoretisch noch einen hinstellen, hier drüben noch ein bisschen weiter ausbauen. Gibt es denn welche im Angebot? Ja, gibt es. Die Frage ist, was für einen brauche ich denn? Wir hatten eine Linie, die nicht verplant werden konnte. Das war hier diese Auftragsfahrt, wo im Prinzip ein kleiner Bus reichen würde. Fest steht jedoch, ich werde dafür keinen extra Bus kaufen. Das finde ich dumm. Ich will hier eigentlich mit möglichst wenig verschiedenen Bussen hantieren, auch wenn die niemals so voll sind, wie man es eben erwartet oder erhoffen würde. Man sieht das hier. Es wurde deutlich mehr angezeigt, als hier im Endeffekt eben genutzt werden. So ist es halt. Ja, ändern kann ich es leider nicht. Gibt es hier? Ich glaube, da gab es keine Möglichkeit, das irgendwo unterzuschieben, gell? Ich meine, das wäre nirgendwo gegangen, deswegen brauchen wir auf jeden Fall diesen extra Bus. Das heißt, wir werden uns so einen 128er Bus kaufen. Einen gebrauchten Doppeldecker. Vielleicht kriegen wir den für einen guten Preis. Ich habe mal so 48. Ist ein Gelenkbus. Abgelehnt, schade. Kriegen wir dich für einen günstigen Preis? Nicht Gelenkbus. Bin dann schon Doppeldecker. Auch abgelehnt. Dann versuchen wir hier immer noch so einen günstigen 191er zu kriegen. Ich hätte damit kein Problem, auch ein bisschen mehr für ihn zu bezahlen, weil der ist sehr gut in Schuss. Da muss nicht so viel gemacht werden. Nett. 55.000 ärgert mich jetzt insoweit, dass er halt kommt und ich dummerweise kein Geld für eine weitere Investition habe zum aktuellen Stand. Aber gut, der muss aufgerüstet werden mit dem Fahrgast und mit dem ganzen Kram. Das machen wir direkt.
geben ihm hier den Stellplatz und passen natürlich auch sein Kennzeichen an mit der 19108, damit das eben alles seine Richtigkeit hat. Bewertungen, da müssen wir die 3,6 erreichen, um diese 5.900 Dollar noch, Euro noch einzunehmen. Die natürlich nicht ganz so super sind. Da können wir uns jetzt den Donnerstag hier mit reinpacken und dann ist das okay. Ich würde ja gerne mal vorausplanen, weil wir haben noch eine Linie, die nicht gestartet ist. Die Zentrumslinie hier. Die fährt relativ oft. Wobei nicht, das ist nur einmal die Stunde. Das ist aber ein seltsamer Fahrplan. Ist das eine Auftragslinie? Es ist eine Auftragslinie. Wie oft fährst du? Alle 1,5 Stunden außer zur Hauptverkehrszeit. Und auch nur unter der Woche. Ich kann da halt leider nichts großartig machen. Ich müsste um 22:10 Uhr einmal aktivieren, um zu sehen, ob sie denn für unter der Woche einplanbar ist. Weil die sollte mir dann im besten Fall hier diese 30% endlich geben, damit die Erweiterung eben durchgeführt werden kann. Was auch gemacht worden ist, ha, mir fiel es noch ein. Ich sag's ja immer wieder, dass ihr gerne Mitarbeiter werden könnt bei mir. Dass ihr dementsprechend einfach nur einen Kommentar schreiben sollt, welchen Job ihr denn gerne hättet. Und zwar eben Busfahrer, Busfahrerin, Forscherin oder Forscher, Servicekraft, Servicemitarbeiter oder Mechaniker und ich glaube, das war's. Oder Reinigungskraft. Und da hat Daniel Fellmann gemeint, dass er gerne Busfahrer wäre und dementsprechend machen wir doch einfach den qualifiziertesten. Das ist Lucy. Aus Robert machen wir jetzt den Daniel Fellmann. Ja, mit Doppel-L, mit Doppel-N. Und wir machen hinten dran ein YouTube in Klammern, damit ich eben nicht vergesse, diese Person nicht zu entlassen. Und wenn ich sie doch entlassen sollte, weil irgendwas dazwischen kommt, wird er auf jeden Fall direkt ersetzt. So, damit habe ich das nicht vergessen. Sensationell. Was auch gesagt worden ist, ich soll eher die Hauptarbeitszeit meiner Reinigungskräfte, die Kernarbeitszeit der Reinigungskräfte umstellen, was natürlich intelligenter ist, weil das dann günstiger ist. Wir machen es von 20 bis 6 und außerhalb der Kernzeit soll nur einer da sein. Dann haben wir tagsüber, gut, sie bekommen so oder so 50% mehr Lohn, aber dadurch ist doch egal. Oder verstehe ich da jetzt im Prinzip nicht? Also mir wurde gesagt, ich soll es eben andersrum machen, das macht mehr Sinn. Weil es aber so oder so zwischen 20 und 6 Uhr mehr Lohn ist. Das heißt, ich bezahle den 50% Zuschlag. Ist doch egal, ob ich sie außerhalb der Kernzeit hole oder innerhalb der Kernzeit hole. Vielleicht habe ich doch einen Denkfehler drin. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mache ich halt vor allem nachts die ganzen Reinigungen. Weniger tagsüber. Einfach weil tagsüber sind die Busse unterwegs in der Regel. Und das ist natürlich dann ein bisschen problematisch. So, wir haben hier erstmal Mittagspause in unserem Service Center. Da ist ein bisschen was los. Mir gefällt hier die Reihe an Spinden nicht. Ich mag diese Räume hier eher. Normalerweise ziehe ich sie ja hier auf einen Tipp von vor langer Zeit hier so eine ganze Wand immer mit ganzen, ganz vielen Spinden. Nun allerdings nicht mehr, weil da eben schon alles war. Weil das ja vorgebaut ist. Der Großteil der Bäume, ich habe ein bisschen was verändert. Wir können aber aktuell nichts Sinniges erforschen. Ah, jetzt zählt. Sieh mal einer an. Jetzt hat es doch anerkannt. Cool. Dann machen wir mal eine Erweiterung Richtung Westen. Mein Forscher kann mal etwas tun. Oder meine Forscherin. Ich weiß nicht, wen ich als Forscher habe. Darius und Mette. Sie forschen beide. Mach das mal. Damit gibt es dann sicherlich auch neue Auftragslinien. Und wir machen ein neues Gebiet. Da wurde mir gesagt, der Westen macht mehr Sinn als der Süden. Deswegen gehen wir jetzt hier so ein bisschen Richtung Westen und schauen mal, was sich da eben dann so ergibt.
Schön, dass das doch noch gekommen ist. Das heißt, ich kann vielleicht diese Berlin-Innenstadt-Linie noch ein bisschen rauszögern mit dem Aktivieren. Wobei ich glaube, die relativ gut bezahlt wurde, obwohl die sehr wenig fährt. Also ist wahrscheinlich eher so ein... Naja, wie heißt das? Ladenhüter, wenn man so will. Gucken wir mal, was hier jetzt Neues dazukommt. Macht vielleicht gar keinen Sinn, sich jetzt schon die Linien anzuschauen, wenn ich sie sowieso noch nicht akzeptieren kann oder aktivieren kann vielmehr. Weil ich nicht die Busse habe im Normalfall. Ich habe mich natürlich nicht dran gesetzt und meine eigenen Fahrpläne so angepasst, dass eben die Zeiten sich leicht verschieben und dadurch vielleicht Überlappungen möglich sind. Was ich in der letzten Folge noch angekündigt habe. Aber unter der Woche kaum Zeit und Wochenende war auch eher beschäftigt. Außerdem war es zu warm. Und wenn es warm ist, habe ich keine Lust, danach zu zocken. Dann trieft man so unterm Dach. So, wir haben eine Erweiterung. Wir gucken uns das mal an. Das ist ein ordentliches Stück Erweiterung. Das ist richtig heftig gewesen. Wenn man überlegt, dass wir hier quasi dicht gemacht haben. Wir sehen hier, dieses Stück Straße ist außerhalb meiner Karte gewesen. Vor meiner Erweiterung. Und jetzt haben wir hier das ganze Stück bekommen. Das sind ein paar Kilometer. Das ist schon auch einiges an Wohnhäusern hier unten. Da gibt es was zu tun, würde ich sagen. Wundert mich, dass das nur 30% waren. Eigentlich viel los hier. Gucken wir mal. Auftragslinien, was es so gibt. Es gibt eine. OC23. Man braucht 200, die habe ich aktuell noch gar nicht. Ich könnte sie noch gar nicht annehmen. Das ist ein Club für nachts. Das finde ich wiederum ganz cool, so eine Nachtlinie. Die hätte ich gerne. Realistisch gesehen kann ich die sogar heute noch machen, weil wir müssten die 17 Punkte bald kriegen. Und dann würde ich die 200er Grenze gerade übergreifen. Vielleicht kriege ich sogar die hier. Wir können schon mal gucken, verbunden mit mindestens einem Bahnhof und mit dem OC23. Wo ist denn der OC23? Der Club, der ist hier. Da ist er. Wundert mich, dass ich jetzt diese Auftragslinie kriege für ein Gebiet, das ich ja im Prinzip schon habe. Ja, weil ich hätte jetzt erwartet, dass hier oben irgendwo was kommt, weil es ein neues Gebiet ist. Aber nein, er bleibt da. Und wir haben hier auch 100 pro genug Bahnhöfe. Ich würde ihn wahrscheinlich hier durchziehen, straight, dass man hier noch so ein bisschen neues Gebiet mit abdecken kann. Eine relativ kurze Linie machen, weil die eben halbstündig fahren soll, damit das einigermaßen gut hinhaut. Ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Ein Anruf von Lucy, will wahrscheinlich Urlaub. Ja, kannst du machen. Bewertungen kommen hoch, das freut mich. Wie sieht es internetmäßig aus? Ach, ich habe echt übertrieben. Da habe ich richtig übertrieben. Ich habe mich extrem verschätzt. So, ich würde gern diese Auftragslinie noch machen, weil ich habe Sorge, dass die durch das Beenden des Spiels und Neustarten des Spiels wieder verschwindet. Das hatten wir ja schon. Dass da urplötzlich andere oder weniger Auftragslinien zur Verfügung standen. Deswegen hätte ich die gerne noch gemacht in der Folge. Aber ich bin auf dem Weg dahin. Ich muss sie ja im Prinzip nur einloggen mit Start, Ende und dann kann ich ja im Nachhinein immer noch in der nächsten Aufnahmesession sagen, okay, ich baue sie um. Ich muss sie ja noch nicht aktivieren. Das ist ja ganz nett. So. Service Center Wartezeit ist weiterhin gut. Wie sieht denn die Bewertung allgemein aus? Was gibt's hier? Keine Überstunden mehr machen von dir. Du hast ein bisschen blöden Fahrplan hier zeitlich. Du arbeitest bis 9:30 und musst dann um 10 schon wieder raus. Kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen, dass du nicht ganz so zufrieden bist. Ruby irgendwas. Irgendwann morgens um 9. Wir können ja mal hier Busfahrer automatisch zuweisen. Hat
sich das jetzt geändert? Jetzt musst du um 6 fahren. Ja, sehr gut. Wird ja kein Meter schlechter, gell? Da, nee, das ist Ryan. Wollen wir hier eine Ruby? Dass wir Ruby da raushauen und jemand anderen die Frühschicht übernehmen lassen. Ich glaube zwar nicht, dass das eine große Auswirkung hat. Gibt gar nicht. Gibt hier nirgendwo die Ruby. Was? Ruby? Oder war es doch Ryan? Ich bin einfach nur zu blöd zum Lesen. Nee. Ruby Lukasiewicz. Ich bin nicht verkehrt. Ich habe das richtig gelesen. Also eigentlich müsste es ja hier irgendwo sein. Ryan, Tobias, Ethan, Ivy, Heineck. Hier unten haben wir das. Dann haben wir hier Jaroslav, Helmut, Helmut. Uff. Das ist aber auch hier unmenschlich, dass Helmut 2 Schichten hintereinander machen muss. 65 Stunden. Ich brauche mehr Busfahrer. Ich habe sehr wenig Busfahrer. Ich glaube, wir müssen ein paar Busfahrer einstellen. Holy shit, ey. Du bist ja wahnsinnig. So, aber jetzt bräuchte ich mir neue Spinde. Sollen wir hier mal so ganz kurz ein bisschen durchgehen, weil das ist schon extrem. Also schon 65 Stunden. Ach, am Mittwoch um 6. Das ist okay, da hast du einen Tag frei, dann sind wir ja zufrieden. Wahrscheinlich war es das vorher schon, ich war einfach nur zu blöd. Jetzt kriegen wir hier die Points. Na komm, danke. 67 Farben, die werden geschenkt sein. Und jetzt können wir noch diese Linie annehmen. AOC23. Mache ich hinten dran aber Nacht, damit ich weiß, dass es eine reine Nachtlinie. So, wir gucken uns das hier mal an. Ich hätte gerne die anderen Linien, die vorhanden sind. Point of Interest sind mir eigentlich egal, wenn ich ehrlich bin. So, wir gehen hier mal ganz kurz hin. Machen hier vielleicht doch eher so ein Türkis oder so. Eher so ein, ne, ist kein Türkis, ist eher so ein Cyan oder so. Ganz kurz nah ran, damit ich diesen Club hier eingezeichnet kriege. Da ist es doch cooler, wenn man diese Version macht, wenn ich hier OC23 suche. Eventuell ohne Leerzeichen. Dann kriege ich ihn irgendwie besser angezeigt. Dachte ich. Bin ich jetzt so blöd? Das hat auch vorhin noch so schön funktioniert, als ich es so gemacht habe. Muss man so nah rangehen. Das war davor irgendwie cooler. Wo man dann eben richtig schön das Icon größer gesehen hat als jetzt. Da ist das doch gar nicht. Okay, ganz weird. Zählt als angeschlossen. Nehme ich mit und ich wollte zum Hauptbahnhof gehen. So, wenn wir hier starten. Wir haben hier aktuell eine Haltestelle, die aber keine Linie hat. Ich meine, das größte Problem wird sein, tatsächlich die Anzahl der Häuser irgendwie reinzukriegen. So, wir fahren dahin, dann fahren wir hier runter. Dann würde ich hier rüberfahren, um den Anschluss an die Linie hier zu machen. Dann fahren wir hier weiter runter. Einmal quer durch.
einmal quer durch. Dann könnten wir von hier auf die Straße gehen, um eine Überschneidung zu haben. Von hier könnten wir dann hier hochgehen. Ich will Richtung Bahnhof. Ich bin jetzt schon relativ lang unterwegs. Die Frage ist, ich glaube hier drüben, das wäre ein Bahnhof hier, oder? Nee. Hier unten, da wäre ein Bahnhof. Aktuell bin ich hier, okay. Dann ziehen wir ihn jetzt hier runter. Wahrscheinlich hier rüber. Uns fehlen halt immer noch die ganzen Häuser, gell? Jetzt kommen wir hier zu einem neuen Gebiet. Langsam aber sicher. Offiziell bin ich an einem Bahnhof angeschlossen. Die Frage ist, gehe ich jetzt einen anderen Weg zurück oder gehe ich denselben Weg zurück und mache wieder diese... Ach, das wäre diese blöde Auswahl. Falsche Haltestelle gewesen. Die muss ich nehmen. Nehme jetzt den Rückweg halt einfach wieder mit, aber dann zählen die Häuser nicht. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt irgendwie einen Bogen machen, um wieder hier hochzukommen. Das wird eine verdammt lange Linie. Bin ich kein Fan von, wenn ich ehrlich bin. Speziell mit der unter der Voraussetzung, dass ich da noch Busse für finden muss, die irgendwie einzuordnen sind. Das war jetzt wieder so nervig, dass da so ein kurzer Sprung drin war. Also wohin muss ich? Hier hoch. Wir sind hier. Ich meine, wir könnten natürlich einen relativ straighten Weg hier die Hauptstraße entlang gehen. Würden wir hier nochmal eine Überschneidung hinkriegen. Dann wahrscheinlich hier hoch. Einfach um den Zwischenweg mitzunehmen, weil hier sind einige Häuser noch nicht angeschlossen. Und dadurch kriegen wir relativ viel Häuser angeschlossen, die ich noch brauche. Da ist mein Ziel. Ich bin hier. Dann gehen wir hier rüber, haben eine Überschneidung mit der Linie in diesem Kreis. Wenn wir hier hochziehen würden, ja, finde ich ganz gut. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch wenigstens einen Zwischenhalt. Geht darum. Dann lassen wir ihn hier nochmal halten. Das reicht nicht. Das würde leider noch nicht reichen. Das heißt, wir müssen nochmal einen etwas weiteren Weg nach oben gehen. So, jetzt sind wir hier. Dann lassen wir ihn da halten. Und dann fahren wir hier rein. Dann wäre die einigermaßen erfüllt. Nein, noch nicht. Es fehlen immer noch 23 Häuser. Ist doch lächerlich. Nehmen wir den mit. Ja, jetzt haben wir den erfüllt. Und dann können wir hier hin. Die Linie gefällt mir so nicht, weil sie sehr lang ist. Viel zu lang ist. Also übertrieben lang ist. Also ich werde das mal ganz kurz hier so einspeichern. Aber definitiv nochmal bearbeiten müssen in der nächsten Episode. Die Folge ist schon zu lang geworden. Weil ich einfach zu sehr noch diese Linie wollte. Es würde gerade so hin, mit 2 Stunden, das wären 4 Busse, die ich bräuchte. Was wird denn erwartet? Kann ich noch nicht sehen. Ist ein bisschen doof. Aber wir bestätigen das erstmal so. Hauptdepot, wir aktivieren sie auch direkt. Weil wenn ich jetzt hier den Mittwochsplan... Okay, da wird noch was dazwischen kommen. Ah ne, das sind die neuen Linien mit dazu. Das sind die neuen Linien mit dazu.
Genau, das sind die ganzen Nachtlinien mit dazu. Das ist okay. Wir haben genug Busfahrer, das ist gut. Jetzt gucke ich mal, wo ich die einbringen kann. Ob das denn alles reinpasst. 17:35 sehe ich. Wir haben noch keine Ahnung, wie voll es wird. Das passt hier rein. 18 Uhr passt hier rein. 18:35 würde auch dahin passen. Dann würde ich das ganz kurz mal hier so ein bisschen rumschieben. So. 19:05 würde theoretisch in keinen der hier vorgesehenen Busse passen. Den hier. 1 Uhr bis 6 Uhr. Würde hier hinpassen. 1:35 bis 6:30 Uhr. Das ist also hier eigentlich alles ohne Probleme machbar, weil es eben eine Nachtlinie ist. Was ich schon sehr cool finde. Das würde so gehen. Das würde aktuell noch gar kein Problem mit meinen Bussen gehen. Jetzt haben wir hier wieder ein Problem. Wahrscheinlich, weil da was dazwischen kommt. Das lassen wir aber alles mal laufen und müssen dann gucken, ob wir was anpassen müssen. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Hoffentlich seid ihr nächste Woche dabei, am Montag wieder um 16 Uhr mit der nächsten Folge City Bus Manager. Und achtet auf jeden Fall im Laufe der Woche auf den Community Post. Da wird dann stehen, wann, was sich genau ändert und was sich eben angepasst wird. Wenn wir ganz kurz hier noch schnell die zwei Forschungen starten, weil die kostenlos sind. Bis dann, alles Gute und auf Wiedersehen.